Hallo, ein neuer Tag, ein neuer Daily-Vlog. Hi. Na, was machen wir denn heute? Wir ziehen uns hübsch an. Denn wir gehen wohin? Wählen. Genau, der Vlog von Mira. Ich drehe das heute für die liebe Mira. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Ich habe schlecht geschlafen. Deswegen muss die Mira... Keine Lust. Die hat keine Lust, den Vlog zu drehen, aber ich mache das dafür. Okay, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollten heute wählen gehen. Beim letzten Mal haben wir euch auch mitgenommen. Die Wahl war dann ungültig. Und ja, jetzt nehmen wir euch wieder mit. Das ist sehr, sehr gut. Für den Peter haben wir Briefwahl gemacht. Völlig egal, was ihr wählt, aber geht einfach wählen. Genau. So auch, so man kann auch so Murksparteien wählen, weil wenn nicht wählen geht, es gehen hier nicht alle wählen. Und die rechnen das dann prozentual hoch. Auf die anderen ich Parteien. Weiß nicht, wie viel Prozent gehen dann wählen? Also die letzten Wahlen waren nicht so gut, zwischen 69 und 72% also der Stimmen. Also 70% gehen wählen. Und die Leute, die Stimme abgegeben haben, die rechnen das dann hoch auf, als wenn 100% gewählt hätten, das ganze Volk. Und dadurch kriegen die großen Parteien logischerweise prozentual noch mehr. 30% mehr, Und wenn ihr irgendwas ändern wollt, dann würde ich nicht die aktuelle Regierung wählen. Ja, so sieht es aus, genau. Genau. Und wenn man gar kein Interesse an eine Murkspartei wählt... Ist es auch gut, weil dann kriegen die sonstigen Parteien mehr. Genau, dann kriegen die sonstigen Parteien mehr. Das ist auch okay, dass einfach auch mal irgendwas sich verändern kann. Weil unser Land wird von alten Menschen regiert. Ja, ich stehe jetzt hier, ich muss mir noch Schuhe und Sachen anziehen. Ich habe noch gar nichts an. Nee, nein, also wir wollten nur sagen, dass wählen wichtig ist. Und völlig egal, was man wählt. Und dann zieh dich doch bitte an. Ja, ich muss kurz rum. Ja, ich muss hat alles vorbereitet. Ein Zettel habe ich hier vorne. Irgendwie sind meine Haare heute so schlumpfig, die schwingen so. Ja. Ja, du musst sie bürsten. Danke, gebürstet habe ich sie schon. Ach so. Aber ja, du hast recht, sieht kacke aus. Das habe ich nicht gesagt. Die ich von meinem Mann hören möchte. Das habe ich nicht gesagt, Schatz. Das habe ich wirklich nicht gesagt. Kannst du bitte nicht unsere Toilette? Ich muss ja die Kamera umstellen. Jetzt filmt die hier nach oben. Ich ziehe mir gerade noch die Schuhe an. Ja, wir fahren jetzt gleich los. Ich finde das gut. Wir hatten das ja im letzten Vlog, also vor 2 Jahren jetzt. Die Wahl war ja 2021. Da hatten wir das ja... 22. Nein, 21 war das gewesen. Das ist schon so lange her? Ja, anderthalb Jahre. Mhm. Das ist ja fantastisch. Und wir hatten das auch damals gefilmt gehabt. Naja, und vielleicht gehen ja dieses Jahr mehr... Das ist die teuerste Wahlwiederholung ever. Ja, und wir hoffen, dass dieses Mal mehr Leute zur Wahl gehen. Meine Haare sehen auch nicht gut aus, aber ich muss nur noch eine Jacke anziehen. Nee, deine Haare sehen auch kacke aus. So, wollen wir los? Da drüben ist das Kiezcafé, da war ich noch nicht. Wir haben jetzt da ein Du hier. Guck mal, da haben sie so ein Logo. Du hier. Ja, so ein Hashtag. Ja, weil die auf Instagram so aktiv sind. Ich genau. Sehe das jetzt immer. Da wollte ich auch noch mal rein, Juli. Das machen wir. Die haben auch Valentinstagsbrötchen mit Körneris oben drauf in Herzform. Oh, das heißt, zum Valentinstag kaufen wir uns Valentinstagbrötchen? Könnten wir zum Frühstück machen, aber ich glaube, man musste die vorbestellen. Ach so. Das ist, glaube ich, schon verkackt, dann sozusagen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir fahren mit Auto, weil das ist miese. Also so ein bisschen diesig irgendwie, das Wetter. Und Osak wollte auch keine 20 Minuten laufen. Na, jetzt ich glaube, nicht so lange brauchen wir. Na, 15 Minuten. Nicht. Wir müssen noch in die Richtung da hinten. Also wir sind jetzt schon... Wir fahren jetzt zur Schule. Wie genau. Heißt die Schule? Ich glaube, Roland-Schule heißt die, glaube ich. Oder ich bin mir nicht sicher. Roland-Schule, der gehört. Roland-Schule, ja. Auf jeden Fall gibt es da die Kita daneben, die Roland-Zwerge gibt es da. Das weiß ich. Ja. Und hast du sonst noch was zu sagen? Ja, also ich persönlich muss sagen, ich finde das... Du willst die Grünen. Nein, ich will... Für mehr Fahrradwege auf deutschen Autobahnen. Ich glaube, das hat man schon in meinen anderen Videos rausgehört, dass ich nicht die Grünen wählen werde. Aber ich möchte gerne sagen, ich finde es gut, dass diese Wahl wiederholt wird nochmal, das kann ich betonen. Weil es halt so ist, dass wir diese ganzen Unstimmigkeiten... Weil das Geld von den Steuerzahlern muss auch raus. Irgendwie muss man das ja finanzieren. Habt ihr gehört, es gibt jetzt Erfrischung. Also es gibt sowieso für die Wahlhelfer immer so Erfrischungsgeld, weil man die nicht bezahlen darf, damit die nicht bestechlich sind. Ne? Genau. Und das Erfrischungsgeld haben sie spontan ohne Grund einfach ums Dreifache erhöht. Verdreifacht, damit mehr Wahlhelfer da sind. Ja, es ist auch ein Grund mit, dass das halt zu teuer ist, ne? Die ganze Chose. Und ein paar Zettel haben sie verdruckt. Dann haben sie ein paar Zettel haben sie mit falschem Datum gedruckt und so. Aber wir hoffen natürlich, dass der Großteil der Sachen jetzt richtig ist.
gibt es auch ganz gute Satire-Sendungen auf YouTube. Die haben das sehr geil zusammengefasst, was da alles schiefgelaufen ist vor anderthalb Jahren. Und man hätte meinen können, dass sie diesmal alles ohne Fehler planen. War leider nicht so der Fall. Ich habe mich jetzt schon abgeschnallt, aber du willst hier nicht parken, weil es eine Einfahrt ist. Ja, ne? Genau. Ich muss hier parken, vor dem Kaffeemann. Da kann ich parken. Ja, okay, wir parken jetzt hier. Direkt vor dem. Hier drüben ist die Schule und es sieht schon viel besser aus als vor anderthalb Jahren. Da war's, das war wirklich ein ultra heißer Tag, 35 Grad oder so. Und die Leute standen bis zum Zaun. Das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Ihr konntet es aber sehen in dem Video. Wir durften Gott sei Dank vordrängeln, weil das nach Postleitzahlen sortiert ist. Und wenn alle für die eine Postleitzahl anstehen, dann konnten wir halt vorbeilaufen, weil wir für die andere anstehen. Da hatten wir Glück gehabt, aber so, das war ultra ätzend. Und heute sieht es auf jeden Fall optisch schon mal besser aus. Ja, wir brauchen unsere Wahlunterlagen, Personalausweis. Ozark hat sich um alles gekümmert. Ja, wir haben jetzt alle dabei. Hand. Auf dem gesamten Schulgesende herrscht Rauchverbot. Ja. In der Grundschule. Das ist natürlich geil, ne? Gar keine Schlange. Das ist interessant. Ja. Letztes Mal bis da vorne, ne? Ja, genau. Wie lang das war. So, wir gehen jetzt aber erstmal sehen. Ja! Alle drei? Ja, alle drei. Super. Alle drei kommen da rein. Fertig? So, wir sind fertig. Drin filmen dürfen wir natürlich nicht, auch wenn wir frech sind. Aber das ging diesmal sehr schnell. Ey, wir hatten gar keine Schlange. Also jetzt sind uns einige noch entgegengekommen. Aber wir hatten gar keine Schlange. Das ist so krass im Vergleich zum letzten Mal. Man muss dazu sagen, wir mussten letztes Mal vor anderthalb Jahren 5 Sachen wählen und nur eine wird wiederholt. Genau. Und deswegen natürlich, wenn man 5 verschiedene Sachen wählen muss, dauert das länger, als wenn man nur eine wählen muss. Ja, und es gibt ja auch Leute, die sich gar nicht mit den alten Wahlsachen auseinandergesetzt hatten damals. Das heißt, die haben angefangen, die Zettel, wo drauf steht, hier für den Volksentscheid, bla bla, lesen die sich den ganzen Text da auf den Zetteln natürlich. Durch. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich muss ja meinen Zettel hier noch wegpacken. Und ja, ohne Anstehen. Direkt durch. Also ich musste auf Ozark warten, ne? Aber Ozark war der Erste sozusagen. Ja, hatten wir wirklich Glück. Unterlagen ja hier alle abgleichen müssen so und das hat jetzt funktioniert. Ich bin ganz zufrieden. So, jetzt haben wir das erledigt. Hat eine Minute gedauert plus Fahrtweg. Ja. Und jetzt sind wir wieder durch, ja? Ja, weil das wir ist sind ja fix beim Wählen. Ja. Also. Genau, wichtig auch für euch, also falls ihr eine Wahl bei euch in eurem Bundesland oder irgendwo anstehen habt, ihr habt immer eine Stimme, ja? Also nicht 5 oder 10 Kreuz machen, ein Kreuz auf das, was ihr machen wollt, ja? Wird immer mal wieder falsch gemacht, dann ist die Stimme ungültig, ja? Wollte ich nur sagen. Ja, dann könnte man ja theoretisch auch machen. Ich wähle alles. Macht, was ihr wollt, aber geht auf jeden Fall hin. Ne? Und ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Heute Nachmittag ist Stream geplant auf jeden Fall. Ich habe ein paar Websites rausgesucht für ökologischen Fußabdruck. Weiß nicht, ob ihr da Interesse habt, aber wir hatten da letzte Woche drüber geredet, über unseren Fußabdruck, den wir so hinterlassen. Und ja, da können wir ja mal durchgucken, durch so eine Website, wie hoch unser Fußabdruck denn ist und was wir verbessern können. Und können wir dann alle zusammen machen. Wenn ihr am PC zuguckt, könnt ihr das auch gleichzeitig mitmachen, auch im zweiten Tab. Das ist halt ganz cool eigentlich. Genau. Ja. Wir freuen uns natürlich halt immer auch über alle, die im Livestream dabei sind, kann man nur mal sagen. Ja. Und dass die Resonanz wieder in der letzten Zeit so mega, mega, mega mäßig cool ist, dass ihr so fleißig seid, dass ihr so viel mit dabei seid, so viel schreibt, das ist immer sehr, sehr schön, da freuen wir uns. Ja, und jetzt fahren wir erstmal zurück. Wir sind jetzt wieder in der Wohnung, wir sind zu Hause angekommen. Ja, jetzt wollen wir euch mal das Ergebnis zeigen, wir waren ja Blutspenden, das habt ihr vielleicht im anderen Vlog gesehen. Und so sieht es jetzt bei der Mira hier aus, ganz, aber ganz wo doll blau. Kommt ihr eigentlich her? Das weiß ich auch nicht. Hast du mich so doll angefasst? Nee, ich habe eigentlich gar nichts. Muskels. Aber das tut ein bisschen weh, ist unangenehm. Ja, hier sieht man noch die Einstichstelle. Wir waren ja bei HEMA Blutspenden, hattet ihr ja gesehen. Ja. Und was hatten die gesagt? Man könnte theoretisch alle 3 Tage Blutplasma spenden, richtig? Haben sie erzählt. Aber nicht, wenn es so aussieht. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die Ergebnisse, aber wir warten jetzt das Ganze noch ab. Wahrscheinlich dann. Aber wir gehen nicht alle 3 Tage. Nee. Also das ist jetzt kein Nebenjob oder so. Wir wollen ab und zu mal gehen. Genau, einfach. Und manchmal nehmen wir bestimmt euch auch mit. Das wäre halt ganz gut. Und die Mira hat jetzt Hunger, denn sie möchte das sich was... Das ist Mittagessen. Das ist Mittagsessenszeit. Das heißt,
Was ist das denn? Die Sprossen, genau. Wir wollten was Asiatisches machen. Wir waren, ist was runtergefallen, im Asiamarkt. Und da hat die Mira lecker Sprossen geholt. Ja. Das wird sehr, sehr gut. Das ist alles verwachst hier. Warum? Geh mal da rüber zu meiner Nähmaschine. Da ist mein Kerzen rum. Guckt euch das an. Das ist ein fertigen Kerzen. Ihr müsst aber bedenken, ich habe schon 6 Kerzen verschenkt. Ist nicht hell genug hier. Also. Dann machen wir die Lampe da drüben hier mal an. Warte. Jetzt, oha. Seht ihr das, wie viele Kerzen die Mira gemacht hat? Der schiefe Turm von Kerzig. Das hattet ihr im Koch-Livestream gesehen. Das sind eigentlich die Osterhasenfiguren, aber da brechen immer die Ohren ab. Ja. Das ist halt übelst schade. Das funktioniert nicht richtig. Aber, also die Weihnachtsbäume, die sind ja fresh. Ja, ich weiß. Aber die machen sich voll kacke. Total genial. Also, wollen wir noch eine Kerze verschenken an die Zuschauer, Schatz? Möchte jemand Kerzen haben? Wir können ja sagen hier, jeder, der eine Kerze haben möchte, der kann unter dem Video so eine Kerze kommentieren und ein Herzchen für die Mira und den Hashtag Mira-Kerze. Ja? Diese drei Sachen, dann müssen die Leute bis hierhin geguckt haben, damit sich auch wirklich nur die Superfans melden. Verstehst du? Damit nicht jeder mitmacht. Und dann können wir eine Kerze... Eine Kerze verschenken. Eine Kerze verschenken, wer heißt... Okay. Wer am meisten... Ja, oder vielleicht auch zwei. Wir gucken mal. Wer am liebsten und am nettesten und am schnellsten und am fleißigsten schreibt, der kriegt eine Kerze. Ist das eine gute Idee? Das ist eine gute Idee. Ja. Wir waren im Dongshan Center und für 64 Cent haben ganzen wir Sack voller Sprossen. Diesen Sack voll Sprossen bekommen. Die zocken uns so ab im Supermarkt. Normal. Wenn man Sprossen haben möchte und Sprossen im Glas. Aber frische Sprossen, so Mungobohnensprossen, mega gut. Was machen wir? Irgendwas Asiatisches? Ja, Reis mit Sprossen. Wollen wir Hähnchen auftauen oder so? Ich habe noch Hähnchen im... Kein Elano-Fleisch. Na gut, dann halt ohne Hähnchen. Willst dann mit Gemüse. Mit Gemüse. Na, wenn du mir ein bisschen Gemüse übrig lässt, dann mache ich mir was dazu später. Ich hatte eben gesagt, ich würde dir was mitkochen, aber du hast gesagt, du willst alleine kochen. Kochst du? Für dich? Ja. Ja, dann musst du mir sagen, was du gerne haben möchtest. Dann koche ich für dich. Ich hätte Pilz Stroganoff. Was ist denn? Was ist denn das? Reis mit Pilzsoße. Reis mit Pilzsoße. Asiatisch mit Asiennudeln? Aber ich habe auch ein bisschen Hunger auf Reis eigentlich. Na, dann koche ich erstmal eine Portion Reis. Ist das eine gute Idee? Ja, und dann? Und dann gucken wir, was wir noch machen. Danke. Ich bin ein bisschen... keine Hilfe gerade. Ja, super. Fang an mit dem Reis, danke. Wir sind jetzt mit dem Livestream fertig geworden. Und das war sehr, sehr interessant. Wir haben den ökologischen Fußabdruck ausgerechnet. Richtig, Schatz? Ja. Das war sehr, 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 sehr cool. Ja, wir haben eine gute Bilanz. Wir können stolz auf uns sein. Und ich fand es ganz gut. Könnt ihr auch mal machen. Genau. Auch mal an sich arbeiten. Das heißt also, falls ihr den Livestream verpasst habt, dann könnt ihr das bei der Mira auf dem Kanal in den aktiven Livestreams auf dem Reiter Livestreams nochmal nachschauen. Und da ist auch die Seite verlinkt für den ökologischen Fußabdruck. Das ist sehr, sehr cool. Du machst jetzt weiter mit Kerzen. Ja, ich habe heute Morgen eine neue Charge gegossen. Ich gehe mal auf die Seite rüber, dann bist du besser belichtet. Weil dann sieht man dich jetzt glänzender, schöner. Und, ja, ich muss aber sagen, alles hat ein Ende. Ne? Weil... Das Regal ist ja da drüben voll. Ja, das heißt... Also ich bringe jetzt den Mädels noch was mit, ne? Und Peter kriegt auch noch ein paar Ladies und Gilbert und so, aber dann... Ist Kerze erstmal fertig soweit. Ja, na, wo soll ich das lagern? Das ist ja die Frage. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Bis wir die los sind. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Ansonsten würde ich noch kurz das Essen zeigen, was wir gekocht haben, Schatz. So. Ja, mach. Wir haben nämlich heute wieder vegetarisch gegessen oder ist es sogar vegan? Es ist vegan. Wir haben Tofu mit Sprossen, Zwiebel, Knoblauch, Möhrchengemüse gegessen. Und dazu gab es einfach Reis mit Petersilie? Oder Gemüsereis. Gemüsereis, genau. Das gab es heute noch zum Mittagessen. Und es hat es dir gut geschmeckt, Schatz? War mega lecker, ja. Ja, ich hab's auch gegessen. Osak hat den Reis gemacht und ich habe das Gemüse gemacht. Ja, ich kann auch Reis kochen. Ich kann nicht nur Spaghetti Bolognese. Ja, ich habe umgerührt. Oh, da ist noch so ein Baum fertig geworden. Oh, zeigen Sie mal. Hier ein Licht, bitte. Kommen Sie mal her, bitte. Damit man es besser sehen kann. Ah, der Baum. So, der sieht aber auch gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, 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 sehr schön. Dir auch? Mir gefällt der auch, nur ich mag die Form halt nicht.
Und man muss halt übelst krass viel Klebeband um die Form halt immer drum machen. Sonst? Sonst läuft es halt aus und das ist eine Riesensauerei. Deswegen schicke ich die Form auf jeden Fall zurück. Die ist maximal unpraktisch. Ja, okay. Wunderbar. Hallöchen, es ist schon der nächste Tag, sorry. Ich habe heute Möhrchengrün-Pesto gemacht. Wir waren hier einkaufen, haben Möhrchengrün mitgenommen, also Möhrchen mit Grün und einmal Grün lag so rum. Genau, habe ich zweimal mitgenommen, habe ich doppelte Portion jetzt gemacht. Sieht sehr lecker aus, ja, schmeckt auch gut. Ja, es ist fantastisch. Ich habe schon ein großes Glas jetzt eingefroren, weil Pesto kann man gut einfrieren. Und wenn wir mal Lust haben auf Pesto-Nudeln, brauchen wir nur Nudels kochen. Das ist super, das schmeckt wirklich ganz, ganz toll. Und das ist auch so ein Lebensmittelretterrezept, weil ihr werft es wahrscheinlich alle weg. Obwohl man das Möhrchengrün mitessen kann. Und wir essen das auf. Sind wir kleine Hasen, wenn wir das aufessen? Ja. Das schmeckt wirklich total lecker. Wirklich. Und ja, also ich habe eine Portion gegessen. Ozak hatte jetzt keinen Hunger, aber Ozak möchte jetzt erstmal los. Ihr wisst, Ozak hat eher abends Hunger, während ich halt immer morgens Hunger habe. Ne? Ja, das, genau. Das ist halt so bei uns. Und er fährt zu Fati. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, nimm doch noch ein paar Kerzis mit, weil das ist ja Peters Wachs. Und dann kann er so die fertigen Kerzen zurückhaben. Und er wollte auf jeden Fall eine Frau haben. Ja, eine Lady bringen wir mit. Mal gucken, ob der Vati die anzündet und wie er sich freut. Ich denke, das wird ganz, ganz toll gleich. Genau. Wir hatten hier auch so viele Konserven bekommen von der Nachbarin von der Käsefee. Ja. Und die Konserven, die wir gar nicht essen wollen, die bringen wir jetzt heute auch dem Vati mit. Genau, da kriegt er einmal Gulasch und Soljanka kriegt er. Da freut er sich bestimmt auch drüber. Also er hatte mir ja sonst auch immer aufgeschrieben, dass ich ihm Hühnersuppe oder sowas kaufen soll. Kriegt er jetzt einmal Gratissuppe, da freut er sich. Genau, damit es nicht weggeworfen wird. Viel Spaß, Ozak. Bis gleich, tschüss. So. Soll ich dir die Hand nehmen? Nee, das mache ich schon. Ah. So. Julian, ja. Als nächstes. Ja. Moment. Ja, Handy. An der Seite anschalten. Das weiß ich. Okay. Nochmal draufdrücken. Du hast nicht doll genug drauf gedrückt, Vati. Ist aus? Ist aufgeladen? Ja, ist aufgeladen. Warte doch mal. Nee, geht nicht an, Vati. Gib mal her, bitte. Kommt nicht. Nee, war aus, Vati, war aus. Hast du Strom? Kannst du Strom nochmal ranmachen? Ja. Vielleicht ist Akku leer. Hier unten nee, das habe ich doch alles aufgeladen. 100% hat er mir angezeigt. Ja, steck mal trotzdem nochmal rein. Genau, und lass erstmal liegen. Dann warten wir, bis der hochgefahren ist. Das dauert ein bisschen beim Handy. So, Vati. Ich wollte dir was mitbringen oder sollte dir was mitbringen. Erstmal kriegst du hier Folgendes. Kellogg's Cornflakes. Die wolltest du haben. Das ist gut. Aber pass auf, das stellen wir gleich hier neben. Die sind schweineteuer geworden. Da kostet eine Packung 5 Euro. Das ist wirklich teuer geworden. Ja, das lässt sich nicht ändern. Was ist das? Das haben wir beim Asiamarkt für dich geholt. Das ist die dunkle Sojasauce, die besonders leckere, die du mal haben wolltest. Okay, fein. Dankeschön. So, oh, ist das alles geil. Oh, mein Gott. So, Vati. Dann habe ich dir auch mitgebracht Mandarinen. Ja, das ist gut. Aber ich glaube, hier ist eine matschig drin. Musst du aufpassen. Ich habe geguckt, aber da scheint eine nicht mehr ganz so... Hier, die vorne ist das, da. Die scheint matschig zu sein. Die musst du wegwerfen. So, und dann haben wir noch... Anita und ich haben ja bei der Nachbarin von der Käsefee geholfen beim Ausmisten. Und da haben wir sowas hier noch. Guck mal, Gulaschsuppe. Ja, das ist gut. Und zweimal... Da gibt's Nudeln zu. Genau, und zweimal Soljanka. Vielleicht magst du das ja, weil wir wollten das nicht. Ist auch alles noch haltbar bis 24, bis 24, noch 2 Jahre haltbar. Das kannst du dir ja auch vielleicht mit Kartoffeln oder sowas machen. Isst du sowas, so Paprikasoße? Ja. Sehr gut. Ja, da mache ich eine Kartoffel dazu und dann habe ich was zu essen. So, Vati, und jetzt kommt der große Moment. Wo ich dir das zeige, was Anita für dich gemacht hat. Du erinnerst dich ja. Bin ich ja mal gespannt. Wir haben den ganzen Wachs von dir doch bekommen, das ganze Wachszeug. Ja. Und das ist für dich. Ach, ist ja süß.
Ah, ja. Eine Frau? Oh ja. Und eine zweite, damit die nicht so alleine ist. Ja. Eine ist für Gilbert, eine ist für dich. Und dann haben wir noch hier, guck mal, den hattest du im WhatsApp gesehen. Das ist der Totenschädel. Ja. Der hat nichts hören. Wo habt ihr denn die Form? Ihr? Hat Anita im Internet bestellt. Ach so. Das ist ein Tannenbaum, guck mal, Weihnachtsbaum. Ja. Das ist ja schön. Das ist so ein Wollknäuel, soll das sein, so eine Schnur, ja, so verdrehte Schnüre. Das ist, und das ist ja auch... Eine Seerose ist das. Und guck mal, einmal Kügelchen. Das sind Tomaten. ja, das ist ganz lieb von dir. Bitte schön. Also du musst dich bei Anita bedanken. Ja, das mache ich auch. Und du siehst, dass das nicht funktioniert. Doch, das funktioniert bestimmt. Klick mal da jetzt drauf. Das ist jetzt einmal draufdrücken. Nicht zu lange. Hier oben. Da. Nee. Jetzt ist es an. Du musst deinen Code eingeben zum Entsperren. Dann helfe ich dir jetzt erstmal bei deinem Handy. So, die Wäsche ist abgehangen. Die neue läuft auch schon. Ich bin da jetzt wieder etwas fleißiger mit der Wäsche. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ich wollte euch das Schlafzimmer wieder zeigen. Also Spülmaschine läuft und Staub- und Wischroboter auch. Der beste Mann im Haus macht wieder seine Arbeit. Lasst euch von den Hintergrundgeräuschen nicht so stören. So, das Schubfach geht hier zu. Und das muss noch auf den Bügel. Das habe ich hier nur reingequetscht. Hier sind meine Shorts drin. Ich habe jetzt mal alle Bügel runtergenommen, denn wir hatten ja hier schon Schaumstoff dran. Wir hatten ja noch Schaumstoff übrig. Auf der anderen Seite ist noch was dran. Und jetzt eine Rolle hatten wir jetzt hier noch. Das waren ja so Schaumstoffteile. Also gar keine Ahnung. Wir haben die Rolle zum ersten Mal jetzt aufgemacht. Jetzt sind es hier irgendwie drei Teile drin. Keine Ahnung, was ich mit so viel soll. Aber etwas wollte ich auf jeden Fall hier hinter den Schrank machen. Die Klamotten dämmen das auch schon ganz gut. Aber ich denke, dann ist es annähernd perfekt. Also wir wollten immer noch den Vorhang hier so haben. Haben wir uns auch nicht drum gekümmert. Wir waren schon im Baumarkt und im Ikea und so, aber wir haben es nicht abgemessen. Und wir kaufen halt nicht irgendwie auf blauen Dunst irgendwas, was da nicht passt. Deswegen, daran ist es jetzt noch gescheitert. Genau. Ich nagel das einfach an die Wand. Und dann ist es noch besser. Obwohl ich ja sagen muss, ich habe ja so oft über Ozark gemeckert, dass er nicht leise sein kann abends. Aber es hat sich massiv gebessert. Ich glaube, weil ich es so oft laut gesagt habe und an die Kamera auch erzählt hat, er gibt sich jetzt deutlich mehr Mühe, mich nicht so zu nerven, wenn ich schlafen möchte. Das finde ich sehr gut. Also das hat der Ozark da schon was geändert. Ne? Das ist schon, also es klappt auf jeden Fall doch. Mal schauen, wie lange es anhält. Aber ich denke, wenn dann noch ein bisschen mehr Schaumstoff dran ist, dann ist es noch perfekter. Ja, weil ich bin auch so eine Früh-ins-Bett-Geherin, chill dann noch ein bisschen, schau noch ein Video, ne, und habe so meine Trüffelzeit, bis ich dann schlafe. Und ich möchte dann nicht, wenn er da so drüben rumflucht, ne. Das zerstört so meine heile Einhornwelt, wisst ihr, was ich meine? Naja, ich bringe das jetzt ran und dann kommen die Bügel auch wieder ran und dann ist perfekt. Ich habe übrigens die hier. Die sind verkehrt rum alle, die habe ich jetzt alle drauf gelassen. Das hatten wir jetzt noch nicht an, seit wir die Stange gebaut haben. Also das sind hier ganz viele Sommerkleider natürlich und Halloween-Kostüme. Und ja, Halloween-Kostüme und Kleider hatte ich jetzt nicht so wirklich an. Das ist, nein, das sind noch Ozark-Sachen, das ist eine Jacke, falsche Jahreszeit. Und diese ganz dicken Pullover, vier Stück, hatte ich halt auch noch nicht an, weil ich ziehe dann lieber eine super dicke Jacke an und dann irgendwie so eine Strickjacke drüber oder so. Aber das finde ich ganz cool, das ist ganz interessant auf jeden Fall. Was man ja nicht anzieht, kann man ja nach einem Jahr aussortieren. Und ja, so erkennt man das natürlich ganz deutlich, was man getragen hat und was man nicht getragen hat. Und alle anderen Sachen hatte ich mindestens einmal an. Also waren alle richtig rum, die Bügel. Ja, nur mal so, falls ihr das noch nicht wusstet, finde ich ganz gut. Kann man daran erkennen und dann kann man an seinem Kleiderschrank auch was ändern. So, die Schaumstoffplatte ist jetzt komplett angebracht. Wir testen es aus, ja. Ob das jetzt noch ein bisschen mehr den Lärm fernhält oder nicht. Ansonsten, ich hänge jetzt noch die Wäsche auf. Ist dieser Daily Vlog auch beendet? Ich freue mich natürlich, dass der Fatih sich freut. Ich habe auch eine WhatsApp bekommen vom Fatih. Es übt sich. Vielleicht hat die Ozark getippt. Aber Fatih möchte wieder Haare geschnitten haben und hat sich auch sehr gefreut. Hat mir das auch geschrieben. Und ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Und ja, an dieser Stelle möchte ich den Daily Vlog beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!